chine kweze jori yo Kula kwa mkwa na sekwe neno munche yo Lava kwevo nyoma Teno nzala wate Uise mulato Das sind Boys in September, eine junge, erfolgreiche ugandische Popband. Ihre Musik bezeichnen sie als eine Mischung aus Hip-Hop, Dancehall und traditioneller ugandischer Musik. Boys in September wurden 1996 von Baby Snake und Kas Kas gegründet. Zu der Zeit gingen beide noch zur Schule. Ihre musikalischen Wurzeln sehen sie ganz klar in der Kirche. Dies spiegelt sich auch in ihrer aktuellen Musik wider. We started long time ago in the church and everything was cool then in our primary school and we enjoyed the music. We learned so many styles from the church. They trained us so many vocals. Wir treffen sie in Muyenga, einem der besseren Stadtteile Kampalas. Sie haben einige Räume in einem Hotel gemietet, um dort das Video zu ihrem neuen Song zu drehen. Das Drehen macht ihnen sichtlich Spaß und sie benehmen sich, als ob sie nie etwas anderes machen. Die Band ist in Zentralafrika sehr bekannt. Sie hatten die Möglichkeit, mit vielen verschiedenen afrikanischen Stars zusammenzuarbeiten. Aber auch außerhalb Afrikas haben sie sich schon einen Namen gemacht. Wir haben einen Song mit Mambo Jambo in Tanzania still, which worked so well. He's a Tanzanian artist. Then we went to Kenya, worked with Ongopa DJs, worked with Vinny Bantan, he's a very big artist in Kenya. So we made our audience reaction was so good. Then now we moved away from Africa, went to Europe, went to Denmark, went to Sweden, went to Germany. We all made shows for Ugandans and other fans around the world and the reaction was so good. Die Texte ihrer Songs beschreiben alltägliche Dinge. Ihre Inspiration ziehen sie aus ihrem Umfeld. Wie bei europäischen Bands geht es bei vielen Songs um Liebe, Respekt und Beziehungsgeschichten. Aber auch Themen wie Hunger, Armut und Krankheit besingen sie. Genau das sind die Dinge, mit denen ihre Fans täglich zu tun haben. Sie selbst führen ein recht unglamouröses Leben, nicht vergleichbar mit dem europäischer oder amerikanischer Musikstars. Für beide war es immer wichtig, ein Standbein neben der Musik zu haben. We've been in school, studying seriously. We have certificates, all level, to HSC. I do a lot of things. I help children, you know. I teach children, you know. I help a lot of old people in our village. And I've achieved a degree in marketing. And then besides that, as my brother told you about, we have big future plans of doing more on charity works. Durch ihren Erfolg haben die Jungs die Möglichkeit, anderen Künstlern und Kindern aus ihrer Umgebung zu helfen. Sie wollen anderen dieselben Chancen bieten, die sie hatten. Mit ihrer Erfahrung wollen sie helfen und unterstützen. Denn gerade die Musikindustrie hat sich in den letzten Jahren stark verändert. Nur vom Geld der Plattenverkäufe können sie nicht leben. Um wirklich Geld verdienen zu können, muss man mit internationalen Großunternehmen zusammenarbeiten. It was not productive, as in you could not earn anything from the music industry. But as we talk today, in Uganda, musicians who have got the name, as in like if you got Boys in September, if you got Jose Chameleon, if you got to those other artists, they have earned a lot from the music. First of all, we have companies like MTN, like Sotel, like so many companies like Nairobi's. When you work Coca-Cola, when you make a good song, they come and they be part of you. They can promote your shows, they can sponsor your shows, and they give you a lot of money. Trotz allen Erfolgs sind die beiden recht bodenständig geblieben. Sie sind sympathisch, lachen viel und haben keinerlei Star-Allüren. Sie wirken eher bescheiden und sehr neugierig. Man merkt, wie dankbar sie dafür sind, dass sie tun können, was sie tun. Das wird auch deutlich bei der Frage nach dem Wichtigsten in ihrem Leben. It's like the most one thing in our life, it's life. Yeah. If you have life, you can do anything. You can get the money, you can get the music, you can get everything. So the most important thing for Boys in September is life, it's life. Sie wohnen immer noch im selben Viertel, in dem sie auch aufgewachsen sind. Von Luxus nichts zu sehen. Lediglich zwei Fernseher und eine Musikanlage lassen den Erfolg und bescheidenen Wohlstand erkennen. Hier ist ihre Basis, von der aus sie ihre Ziele verwirklichen wollen. We need to be one of the biggest groups internationally in Africa. We want to do songs that crosses, you understand?
Our biggest dream is to make songs. In 5 years, to be having more than 50 or 90 songs that cross Africa to the rest of the world.